So, einen wunderschönen guten Abend, liebe YouTube-Fans. Ja, herzlich willkommen erstmal. Ich mache heute mal wieder ein Video, so komplett mit einer riesengroßen Leinwand. So, ja, lasst euch überraschen, was heute kommt. Es war ein Hammer. Ja, was war die Nacht? Natürlich, die Game Awards 2022. Mann, war das eine Show. Ja, waren viele neue Spiele wurden vorgestellt, auf die man halt schon ein bisschen kannten. Und jetzt gibt es halt auch viele schon Termine, was nächstes Jahr rauskommt. Ja, und ich habe schon viel so ein bisschen gesehen. Es kommen viele Spiele, neue Spiele, viel im Sommer, so zwischen Juni und Juli. Auch für die Xbox und für die PlayStation 5 und für den PC. Ja, aber wer ist der große Gewinner? Tja, hätten wir alle schon gedacht. Was ist es? God of War Ragnarök. Ja, echte krasse Kacke. Aber hätte ich schon denken können. Aber gut, so, jetzt zeige ich euch die Game Awards 2022, was mir alles so gefallen hat. Die neuesten Clips hier hinter mir auf meine große Leinwand, die neuesten Spiele, was mir so gefallen hat, das zeige ich euch jetzt. Hier auf meinem YouTube-Kanal könnt ihr auch mal einen Kommentar schreiben, was ihr so gefällt so mitspielen oder wo ich euch, wie gesagt, schon freut. Ja, wie gesagt, lasst euch jetzt überraschen, gebt mir einen Kommentar, schreibt und nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, dann seht ihr die neuesten Videos und ja, wie gesagt, viel Spaß und wir legen los. Die Game Awards 2022. Let's go! Leute, die Game Awards 2022. Ja, Mann, war das ein Kracher, meine Damen und Herren. So, jetzt gehen wir mal auf die Trailer zu, was die Nacht geschehen war. So, jetzt zeige ich mal die Videos, was mir wirklich so gefallen hat und was ich mir auch hole. So. Gut, hier haben wir nochmal einen Trailer. Das kommt jetzt für den PC raus. Let's go. Ja, Leute, Return gibt es jetzt dann auch für den PC. Ja, und da braucht man einen riesen starken Rechner. So, dann habe ich noch einen Clip für euch. Horizon. Ja, gibt es dann bald für die PlayStation 5, für
für die VR2. Viel Spaß! Rated T for Teen. Ja Leute, Horizon kommt am 22. Februar raus für die VR 2, für die PlayStation 5. Ja, dann habe ich noch ein Spiel für euch, was mir auch sehr gefallen hat. Gibt es auch für die PlayStation 4 und für die PS5. Wir legen los. Ja, ist auch ein sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Kommt auch im Februar raus für die PlayStation 5 und 4 natürlich und für die Xbox. So, dann haben wir noch einen Trailer für euch, was wir schon ganz lange gewartet haben. Endlich Street Fighter 6. Obsessed, you see, with finding an appropriate vessel for this power. Showtime, baby! Get there! Fight with all your heart! An honor, to be sure. Street Fighter 6 kommt am 2. Juni raus für die PlayStation 4, 5 und Xbox Serie X.
So, dann geht's es weiter. Ja, was könnte das sein? Was könnte das sein? Ja, seid gespannt. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Für die PlayStation 5. Let's go! I have a dream. It starts in the desert. You cling to life. You find others. Friends. You wander the dry, dirty streets of civilization. In the ancient halls of the testing stations, you find answers. You seek the secrets of the ever-shifting sands. Sehr gutes Spiel. So, und dann haben wir noch ein Spiel für euch, was ich vorhin schon gezockt hatte. Die Demo-Version kommt am 24. Januar raus. Let's go! Before you came, the people had resigned themselves to their fate. Cowering in fear of the hunters. But now, because of you, they might just stand a chance. Ja, die Demo könnt ihr jetzt euch runterladen seit heute, und das habe ich auch vorhin live gestreamt. Sehr cooles Spiel, außer die Steuerung muss man noch ein bisschen anlernen. So, dann habe ich noch was für euch. Viel Spaß. Den zweiten Teil davon. Mit Devil. Soon.
No one should have to suffer such loss. You know, I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it'll weigh you down like an anchor. Tja Leute, da haben doch alle drauf gewartet, oder? Den zweiten Teil, wunderbar. Ja, wann es rauskommt, das kann vielleicht Ende 2023 kommen. Lassen wir uns mal, wie gesagt, überraschen. So, dann geht es weiter Richtung Batman. Viel Spaß! Ja, das Spiel kommt auch nächstes Jahr 2023 und wird so zwischen Juni und Juli rauskommen. So, dann haben wir noch ein geiles Spiel für euch, was mir sehr gefällt, da bin ich schon lange Fan davon, Tekken 8.
Leute, Tekken 8 wird auch so zwischen März und April rauskommen, wahrscheinlich, aber ich denke mal nicht. Es kann wahrscheinlich auch so sein, dass es auch Ende September oder Oktober wird. So, jetzt kommt das nächste Spiel mit verschiedenen Schauspielern. Viel Spaß, hat mir sehr gut gefallen. So, you wanna be a criminal? Ja, es wird ein geiles Spiel auf jeden Fall. Und dann haben wir nochmal für euch für die Multiplayer, nur richtig online, Battle Royale. Coach Bandico, let's go! Coach Bandico, reinstes Online-Game. So, dann haben wir nochmal Loves of Alls für den PC. Let's go! Kommt jetzt auch für den PC raus. So, dann haben wir richtig was Cooles für euch. Diablo 4 kommt am 6. Juni oder Juli raus. Seid gespannt. Let's go! Thank you.
Tja, Leute, das war Diablo 4. Ja, kommt für die PS5, PS4, Xbox Serie X und S. Ja, dann haben wir noch was für euch. Call of Duty für Kopfspiel. Viel Spaß! Das neue Gameplay. Call of Duty gibt es eine neue Episode. Ja, auch ein Gameplay auf jeden Fall. Und muss auf jeden Fall online gespielt werden. So, das weitere Spiel kommt Cyberpunk nur für die PlayStation 5 entwickelt und Xbox Serie X und S. Gibt es leider nicht mehr für die PS4, sondern da gibt es ein Pack dazu. Viel Spaß! How many times are you willing to get burned before you stop trusting someone? How many times you gotta take a bullet for these motherfuckers in the name of empty promises? Politicians, military runners, intelligence operatives, all the rotten fish in one fucking barrel in this dog town. Tell me you've got a plan. Not a plan. A man. If there's anyone we can trust now, it's him. Solomon Reed, FIA. So, what do we do now? Dogtown, 13 grounds, what we'll do. It's a simple choice. Them boss. Peace comes at a price. Someone's always gotta pay. Ja, Leute, neues Cyberpunk-Spiel, eine Erweiterung, kommt nächstes Jahr nur noch für die PS5 und Xbox Serie X und S. So, weiter geht's. Jetzt gucken wir mal. So, okay. So, jetzt geht es weiter mit einem Zwischen-Alien-Spiel. Viel Spaß! Leute, das war Alien. Ein nächstes Paket, so gesagt. Ja, das wird auch spannend sein auf jeden Fall. So, und jetzt lasst euch überraschen. Jetzt kommt ein fettes Ding nur für die neueste Generation. Viel Spaß!
Ja, Leute, Bioshock wird ein Kracher sein, auf jeden Fall. So, dann haben wir noch ein Spiel, das wird der Wahnsinn. Wie zum Beispiel Nachmacher von Herr der Ringe. Let's go für die PS5 und Xbox Series X und S. Viel Spaß. Ja Leute, das ist auch ein cooles Spiel auf jeden Fall. Und dann habe ich noch was für euch. Wir legen los. Thank you.
takes a brave man to walk these wilds alone. Auch sehr ein gutes Spiel auf jeden Fall, kommt aber erst Ende 2023. So, was haben wir noch auf Lager? Hier haben wir noch mal eine fette Erweiterung, lasst euch überraschen, von Horizon, nicht für die VR 2, sondern ganz normal für die PS4 und 5. Let's go! Rated T for Teen. Horizon am 19. April 2023. So, dann haben wir noch was für euch. Ja, das hat auch die Oscars bekommen. Viel Spaß. There's a storm coming. How can you tell? Trust me. Auf jeden Fall sehr gutes Spiel von dem zweiten Teil, von den Rattenpracht so gesagt. Ja, zurzeit spielen wir ja auch den ersten Teil, wurde ja auch gestern gestreamt auf meinen Channel. So, und jetzt geht es weiter. Let's go! Thank you.
Ja, auch sehr gutes Spiel auf jeden Fall. Ein bisschen was zum Beruhigung kann man so sagen. So, dann haben wir was für euch. So zwischen, ja, was könnte man sagen? Keine Beruhigung, sondern so ein bisschen Zombie-Teil. Ja, Dead Island 2, meine Damen und Herren, kommt nächstes Jahr für die PlayStation 5 und 4. Der neueste Trailer. Viel Spaß. Between alive and dead. God, how are they turning? Shit doesn't get more real than this. Los Angeles, city of angels, or as we like to call it, LA. Just think of it as your own stylish, sun-baked, zombie-smashing playground. And trust me, these hungry bastards are everywhere. But don't worry. There's more to this city than hours of happy skull busting. It's crawling with adventure and crazy ways to pass your final days. We've got all the usual tourist attractions, albeit with a uniquely horrifying vibe. There's loads of survivors. You want a blast on a Trent special? Although, we get the pizza? They're all as mad as the flesh eaters. How'd you like me now? Seems they like you a lot, Jacob. I'll take it from you. We've all dreamt about smashing zombie brains, right? Whether you're slicing, kicking, stomping, burning, or whatever it is, you're gonna really feel it. I guess dreams do come true. And shit, man. You'd be amazed at what these Angelinos keep in their Hollywood houses. Katanas, machetes, swords, hammers, bigger hammers. Are those bear claws? And naturally, a holy shit ton of guns. If that doesn't do the job, DIY is always your friend. This is too awesome. Oh, and that zombie butt came with a little pop of Z power. Which is always handy. Friggin' zombies. These reanimated fuckers come in all shapes and sizes. We got big ones, little ones, smart ones. No, not you, dummy. Noisy ones. God, I hate the noisy ones. Even pretty ones. You really can't knock their stuff. Except for this guy. Back for more, huh? Hey, different strokes for different folks, right? As long as you're dead, stay dead. So, what do you say? See you in hell? Ja Leute, das war Dead Island, kommt wie gesagt für die PS5 und PS4, Xbox One, Xbox Serie X und S und denk mal auch für den PC und kommt am 28. April. Ja, so Leute, das war doch einen riesengroßen Spaß. So, jetzt zeige ich euch nochmal
einen großen, sehr großen, ja, lasst euch jetzt überraschen. Genau, das gibt schon seit dem, wie gesagt, 2. Dezember ist es jetzt schon draußen für die PS5 und 4 und Xbox Series X und S. So, dann haben wir noch was für euch. Einen riesen Knaller. Viel Spaß. Amnesia Bunker für nächstes Jahr für die PS4. Ja, da gab es auch schon Amnesia 1, wie gesagt. Aber schon sehr, sehr gutes Spiel. Auf jeden Fall. So, dann kommt gleich noch ein Knaller. Wir haben was für euch. Wie zum Beispiel. Das hier. Das gute Klassiker-Spiel, so gesagt, oder Serie Marsupilami, ja, gibt es auch für die PlayStation und Xbox und jetzt auch für die 5er erhältlich. So, dann haben wir noch mal einen Trailer für euch, für die Mädels, Just Dance 2023. Viel Spaß! Your friend, anything you think this.
Tja, Leute, Just Dance 2023 ist jetzt aber auch schon erhältlich für die Kids, für die Ladies. So, dann haben wir nochmal einen Kracher für euch. Tja, was könnte das sein? Was könnte das sein? Lasst euch jetzt überraschen. So, jetzt gehen wir ein bisschen weiter nach unten. Wir haben es fast soweit. Gleich kommt ein Trailer für euch. Was genau für nächstes Jahr ansteht, kommt aber nur für die PlayStation 5. Und für die Xbox. So. Ja, ich sag schon mal, man muss auf jeden Fall gehen und gehen und dann passieren komische Dinge. Und ich sag auch nur, könnte vielleicht ein Remaster sein oder auch nicht. Was könnte das bloß sein? Ja, natürlich das hier für die VR 2. Viel Spaß. Tja Leute, das war ein dickes Ding. Ja, für die VR 2, das wird ein Knaller auf jeden Fall. Wie gesagt, auch für den 22. Februar. So. Und zuletzt, vielleicht zuletzt, wer weiß, was könnte das sein? So, wir scrollen noch immer noch weiter. Gleich bleibt es stehen. Was könnte das nur sein? So Leute, jetzt kommt der letzte Trailer für heute. Ich wünsche euch jetzt schon mal einen schönen Abend. Weiterhin abonnieren, dann seht ihr nächste Videos. Wir kommen jetzt zu dem neuen Remake für die PlayStation 5 und genau, Xbox Serie X und S. So, weiterhin abonnieren und liken. Schreibt in die Kommentare, was ihr so für Spiele kauft. Und ja, viel Spaß, das letzte Video. Let's go! Requires cleansing. Ashley Graham.
going on? Listen. Here are the president's orders. What is that? What do we do? I lost my first kid. We need to go. I'm gonna get you home safe. You can stop right there. Ada? Who are you? What are you doing here? My finger. I can't show her. Ja Leute, Resident Evil 4 ab dem 24. März 2023 nur für die PlayStation 5 und Xbox Serie X und S. So Leute, das war's für heute. Vielen, vielen, vielen Dank. Und das waren heute die Game Awards 2022 hier in meinem YouTube-Channel. Bitte um Abonnieren nicht vergessen. Ihr seht immer die neuesten Videos. Und ja, seid gespannt, was nächstes Mal kommt. Ja, wie gesagt, weiterhin abonnieren und liken. Und vielen, vielen Dank nochmal extra für die Abonnenten. Mach weiter so. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein, schönen Abend noch und tschüss.